Yo Guys, what's up, the Blue Gangs ist hier mit einem Zwischenpart für Wie spiele ich Tekken 7 für die Series. Und zwar ein paar Sachen, die ich wiederholen möchte, beziehungsweise das Gefühl habe, dass ich sie vergessen habe oder nicht richtig erklärt habe. Deswegen ist der hier auch nicht so lang. Also, ihr solltet den aber auf gar keinen Fall überspringen, weil ich glaube, da gibt es trotzdem noch wichtige Sachen für euch. Und zwar, ist es jetzt offiziell so, weil ich habe das eigentlich an beide Seiten davon sozusagen kennengelernt. Ich dachte, die eine, die ich euch beigebracht habe, wäre die einfache zu erklären, aber nun, jetzt habe ich auch mitbekommen, dass es offiziell so ist, dass ich euch das so sagen muss und ja, dass ihr euch jetzt daran gewöhnen müsst, aber wenn ihr sowieso von Anfang an jetzt alles lernt, dann ist diese Umstellung nicht so schwierig für euch. Und zwar wegen den Commands, wie ihr eine Situation beschreibt, in welcher Situation ihr eine Attacke macht, ist es so, dass es beim Stehen gar nicht while standing heißt, sondern einfach gar nichts. Ja, dazu sagt man dann, wenn man hier so eine Attacke macht, sagt man dann 1, 2, 3, 4 und nicht while standing 1, 2, 3, 4. Und dann heißt dieses, wo ich gesagt habe, while rising, also während der Gegner hochgeht, heißt while standing, also das ist das eigentliche while standing, wenn ihr sowas macht. Ja, während ihr vom Ducken hochgeht, ist das eigentliche while standing. Und ich sag euch auch gleich, warum man dazu nicht while rising, sondern while standing sagt, weil ihr kennt ja die Abkürzungen wie für Forward F, für Back B und so weiter und so fort. Und für While Standing ist es WS. Würde es While Rising hier sein, so wie ich es euch gesagt habe, dann wäre es WR. Das ist aber nicht möglich, weil WR schon für While Running steht. Also für Forward, Forward, vorne halten oder Forward, Forward, Forward. Okay? So, dann hätten wir das jetzt geklärt. Wie gesagt. Alles bleibt gleich. 1, 2, 3, 4. Forward, back, down, up. Down, forward, down, back. Up, forward. Quarter circle, forward. Quarter circle, back. Half circle, full circle. Und der einzige Unterschied, ja, sidestep. Oder besser gesagt, sidestep, sidewalk. Der einzige Unterschied, der da ist, ist, dass das hier nichts bedeutet, sondern einfach nur 1, 2, 3, 4 und nicht while standing, weil while standing das hier ist, während der Hocke wieder aufstehen. Und rennen heißt while running, also WR. Okay, dann hätten wir das jetzt komplett durch. Jetzt zeige ich euch nochmal, was es eigentlich heißt, wenn ein Move on Counter trifft. Wie gesagt, die Simulation dazu ist, wenn ich mich auflade, also Charge Up 1 plus 2 plus 3 plus 4, weil ohne Charge Up geht es so und es hat den gleichen Effekt, wie wenn ihr trifft, während der Gegner angreift, passiert das hier. Habt ihr gesehen, die Property von dem Move ändert sich. Das heißt Counter Hit und das könnt ihr ausnutzen für viele verschiedene Moves. Ihr müsst ausprobieren, welche euch einen Vorteil schaffen. Zum Beispiel bei Jin, wenn ich Back Forward 2 mache, dann passiert das. Mache ich aber Back Forward 2 auf Counter, dann passiert das und ich kann mit einem Combo folgen. So, dann hätten wir das, dann wisst ihr jetzt auch, ja, und das passiert nicht während dem Aufladen, das solltet ihr gar nicht benutzen, sondern ihr solltet das machen, während der Gegner eine Attacke macht, weil wenn ihr seht oder ihr wisst, sehen seine Attacke ist langsamer und eure ist schneller, dann macht ihr das so. Okay. Natural Combo. Ihr wisst ja eigentlich vom letzten Part, was ein Natural Combo ist, aber ich glaube, ich habe euch nicht genau genug erklärt, warum ein Natural Combo ist. Und zwar ist es so, es gibt ja Minus- und Plus-Frames, das habt ihr im letzten Part gelernt, auch wenn es ein bisschen kompliziert war. Und zwar ist es so, dass von der Attacke hier, weil das sind ja zwei Attacken, ja, das sind zwei Attacken, die Hit Confirmable sind. Diese Attacke hier verleitet den Gegner in so ein Minus, ja, dieses Plus von dieser treffenden Attacke
verleitet den Gegner in so ein Minus, dass dieser Follow-up, dieser Kick, diese zweite Attacke, ja, die ist so schnell, dass die Wiederholung vom Gegner gar nicht mitkommt. Versteht ihr? Das Plus von dieser Attacke ist viel größer. Beziehungsweise insgesamt, das Plus von dieser Attacke, beziehungsweise diesen Zusammenhang, ist größer oder besser gesagt schneller als der Recovery Frame vom Gegner, also als das, die Wiederherstellungsgeschwindigkeit, beziehungsweise die Geschwindigkeit, die der Gegner braucht, um sich wieder schützen zu können. Dieses Zeitfenster ist viel zu klein dafür, dass er zwischendrin was machen kann, wenn dieser Move normal trifft. Sollte dieser Move nicht treffen, dann kann er sich schützen, dann kann er stacken. Aber wenn dieser Move völlig normal trifft, dann hat er keine Chance, was zu machen. Okay? Dann hätten wir das auch geklärt. Deswegen gibt es Natural Combos und Natural Combos sind einfache Punisher. Einfache Punisher. Okay? Ken-Ken-Kicks ist auch ein Punisher. Der hat aber einen Nachteil, weil er hat eine lange Startup-Frame, das heißt, es braucht lange, bis er anfängt. Und er ist punishbar, weil er sehr negativ ist. Das sind dann keine normalen Punisher, das sind dann Launch-Punisher, die aber gefährlich sind, weil sie ebenso punishbar sind. Also achtet darauf, dass ihr nicht Punisher benutzt, außer ihr seid euch eurer Sache hundertprozentig sicher, aber für Anfänger würde ich das sowieso nicht machen. Achtet darauf, dass euer Punisher nicht gepunished wird. Okay, deswegen benutzt Natural Combos oder Strings. Aber da solltet ihr auch drauf achten, dass die nicht punishbar sind. Dann hätten wir das auch. Von wegen Frames, ihr wisst ja, Frame Data könnt ihr euch bei dieser Tekken 7 Chicken App. Ich mache jetzt auch Character Guides. Da kommt bald was. Ich kann euch nicht genau sagen, wann, aber bald kommt da was. Der erste Charakter sollte Kazuya sein. So. Und da solltet ihr wissen, von wegen Frames, was meistens nicht drin steht, Blocken an sich, oder wenn der Gegner mich angreift und ich drücke nichts oder verteidigt sich, ist an sich eine Frame. Und Parry, ja, den Move ausweichen, beziehungsweise Low Parry, den Gegner umschmeißen, sind zwei Frames. Das braucht ihr vielleicht jetzt nicht, aber nur damit ihr Bescheid wisst. So. Und dann erkläre ich euch nochmal genau, warum es oder warum und wie diese Delays von Strings möglich sind. Und zwar gibt es ganz komplizierte Charaktere wie jetzt zum Beispiel Eliza oder Akuma. Und bei denen muss man sonst was machen. Zum Beispiel kann ich euch, wenn ihr einen einfachen Combo macht, ich mache jetzt einen Launcher und dann einen, was kann ich da, was soll ich da machen, was ich buffern kann? Ein Launcher und ein EWGF, okay? So. Ich muss mich mal kurz warm spielen. Okay, Launcher. Oder ich mach's mit einem den Electric und den Electric. So. So, Launcher, EWGF. Ihr wisst ja, dass ich für beide jetzt einen Crouch Dash brauche, weil der erste ist ein Crouch Dash 1, der zweite ist ein Crouch Dash 2. Und das gilt für jede Art von Combo, für jede Art von String. Das ist einfach nur ein einfaches Beispiel, um euch die Mechanik besser darzustellen, weil ihr manchmal etwas nicht verstehen werdet, von wegen, Alter, wie schnell muss ich das drücken, sonst was. Und zwar gibt es das sogenannte Buffering. Und zwar ist es so, wenn ich ein Combo machen will, dann warte ich mit dem zweiten Move, mit dem Drücken des zweiten Moves. Ihr seht da unten in der Comment-Liste, was, wie ich mich bewege und so. So, da unten seht ihr, dass ich nicht warte, bis der erste Move beendet ist. Weil wenn man wartet, bis der erste Move beendet ist und dann erst den zweiten macht, seht ihr, das wäre fast schon daneben gegangen. Und wenn ich ihn schneller mache, dann trifft er auf jeden Fall. Und jetzt fragt ihr euch, wenn ihr es selbst ausprobiert, wie kriegst du das so schnell hin? Warum kriege ich das nicht so schnell hin? Und zwar geht es da um Buffering. Das ist ein sehr wichtiges Ding, das hätte ich euch schon bei Strings sagen sollen. Und zwar ist es so, ihr wartet nicht mit der Eingabe,
bis der Move fertig ist, sondern ihr müsst schon wissen, ob er trifft oder nicht trifft. Das sieht man dann, ja. Und ihr müsst, während die erste Attacke ausgeführt wird, das ist völlig egal, ob ich jetzt sowas mache oder den hier halt mache, den ich euch die ganze Zeit gezeigt habe, oder auch sowas mache, ja. Ich warte nicht, bis der erste Move fertig ist und mache dann den zweiten. Keine Prozedur in der Hinsicht, sondern ich drücke während der erste Move trifft, mache ich schon den zweiten, damit er schnell genug hinterherkommt. Weil würde ich jedes Mal bei jedem Move abwarten, bis der erste trifft und dann erst den zweiten machen, dann würde nie wirklich ein richtiger Combo bzw. ein richtiger Fight zustande kommen, ja? Das ist dieses Buffering. Ihr drückt schon eure folgenden Attacken vor. Das ist eigentlich auch ein Grundprinzip von Combos, wenn ihr nur Juggle benutzt, ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel nur sowas mache, da warte ich auf gar keinen Fall, bis die Punches fertig sind, sondern ich drücke schon vor. Ihr könnt vergleicht mal die Verzögerung zwischen Eingabe, was ihr da unten seht, und was Jin an sich macht, ja? Seht ihr, das wird zwar gleichzeitig angezeigt, aber ich muss schon früher One drücken, damit Kazuya überhaupt getroffen wird, weil würde ich warten, bis der Punch trifft. Ich zeig's euch mal, würde ich warten, bis der Punch trifft und dann erst wieder One drücken. Dann würde ich gar nicht weit kommen, beziehungsweise ich könnte keine Forward-Forwards machen, weil ich nicht während den Move schon reindrücke, versteht ihr? Ihr müsst schon euren zweiten Move sozusagen vorausplanen und den schon während des Hittes des ersten Moves, den zweiten Move schon sozusagen vorbereiten, beziehungsweise vordrücken. Das ist das sogenannte Buffering. Wenn ihr dieses Buffering nicht drauf habt, ja, zum Beispiel bei einem EWGF, könnt ihr, wenn ihr keine Electric wollt, sondern Crouch Dash 2, müsst ihr den Crouch Dash vorbuffern und dann die 2 drücken. Das ist wie bei Paul's Death Fist. Wenn ihr das Buffern nicht drauf habt, dann werdet ihr voll oft sowas machen. So, und ihr werdet euch wundern, warum kommt nicht der Move raus, den ich eigentlich drücke. Das liegt daran, dass da gar keine Neutrals drin sind, weil ihr sie nicht vorbuffert. Also das heißt, wenn ihr Combo machen wollt, drückt die Moves schon vor. Wartet nicht, bis sie fertig sind, sondern bereitet sie schon während des Treffers eures ersten Moves, bereitet den zweiten vor, ja, drückt ihn schon vor. Wenn der zweite trifft, bereitet den dritten schon vor. Sonst werdet ihr nie richtig zu einem Fight, zu einem Combo kommen, okay? So, und das ist das, was dieses Buffering ist, was auch vieles, vieles ausmacht, was ihr auch mit der Zeit lernen werdet und dann verstehen werdet, okay, deswegen haben meine Attacken nicht schnell getroffen oder überhaupt nicht getroffen oder nicht zeitgleich getroffen, weil ihr schon Vorarbeit sozusagen leisten müsst, okay? So, dann hätten wir das auch. Und das Letzte, was ich euch jetzt mit Jin zeige noch, ist das mit der Wall Carry, weil voll viele haben das, glaube ich, nicht verstanden. Und zwar ist es so, das hier ist ein Juggle into Tailspin, okay? Und jetzt nochmal, was unterscheidet einen Juggle von einem Wall Carry? Ganz einfach. Juggle ist dazu da, um euren Combo zu erweitern. Ganz, ganz normal gesagt. Wall Carry ist dazu da, wenn ihr absichtlich Juggle benutzt, nur um den Gegner an die Wand zu bekommen. Das heißt, es ist völlig egal, ob ich dann das vor dem Tailspin mache. Ja? Oder nach dem Tailspin. Ja? Sobald ihr die Absicht habt, den Gegner weiterzubringen, und das gilt vor allem, ich fange mal mit Back 3 an, wurde ja genervt, sorry. Ja. Ja, sowas nennt man, das ist der Unterschied zwischen Juggle und Wall Carry. Bei Juggle benutzt ihr einfach nur, um euren Combo kurz zu erweitern. Und wenn ihr extra mit Absicht, ja, Pickups zum Beispiel, nach eurem Launcher, wenn ihr Pickups nach eurem Launcher benutzt, extra damit ihr nur an die Wand kommt, dann nennt man sowas Wall Carry.
Jins einziges Wall Carry ist halt ein längeres Juggle auszuführen und danach ein Pick-up am Ende. Welches ist dann egal, aber er hat halt nicht zu viele Optionen, sage ich jetzt mal. Okay? So. Ich nehme jetzt andere Charaktere, weil ich euch jetzt noch was wegen Hit Confirm zeigen will. Dass ihr das noch blickt, weil das hätten wir durch, das hätten wir durch. Natural Chroma habe ich euch auch gezeigt. Hit Confirm muss ich euch nochmal genauer erklären, habe ich das Gefühl. Und dann zeige ich euch jetzt noch gleich was anderes. Also am besten sieht man das meiner Meinung nach bei Brian. Deswegen nehmen wir den. Und dazu nehmen wir Horlang. So. Und was ich euch jetzt nochmal erkläre, was vielleicht eigentlich von selbst kommen sollte. Und zwar ist es so, es gibt ja hier 21 Stages. Entweder Zufall oder eine wird einfach gewählt. So. Und da unten seht ihr ja, was für eine Art Stage das ist. Dieses rote Symbol bedeutet, das, was da gerade aufleuchtet, unter der Stage-Größe, ja, 20 zu 24, und eure Position, die Position des Gegners, steht da, das ist da komplett nur, wenn die gibt, mehr nicht. Hier in der zweiten gibt es dieses gelbe Symbol, ja, da ist oben nicht nur komplett Wände dicht, sondern man kann durch den Boden fallen, Ground Splat. Und dann, ja, Floor Break wird hier angezeigt. Und dann wird das, was dort steht, wird sozusagen die veränderte Arena sein, okay? Hier ist es, hier sieht man das ganz genau, dass ihr zuerst das hier habt, dann gibt es im zweiten Floor, also wenn ihr oben seid, gibt es einen Balcony Break. Ja, seht ihr da? Und dafür, da dieses orangene Symbol ist der Balcony Break. Das grüne Symbol ist der Wall Break. Und sobald ihr dann vom zweiten Floor auf den ersten gekommen seid, weil ihr den Balcony gebreakt habt, habt ihr noch einen Wall Break offen. Und das sind halt diese Stages. Und hier blau bedeutet Infinite Stage. Das bedeutet gar keine Wand. Und das sind eigentlich alle Variationen. Aber was ich euch genauer damit sagen will, wartet mal ganz kurz, sollte ich noch. Ne, wir nehmen jetzt einfach eine Wall Break Stage, eine einfache. Ja, die können wir nehmen, die können wir nehmen. Wir nehmen die hier, okay? So. Wenn ihr eine Stage nehmt, was ihr, woran ihr nebenher denken solltet, nur so ganz wenig, okay? Ist, dass ihr euch der Größe von der Stage schon bewusst sein sollt, sobald ihr da reinkommt. Dass ihr wisst, okay, mache ich jetzt den Combo, weiß ich schon, dass ich den Gegner an der Wand habe. Oder, okay, das ist die Stage, da brauche ich das, um den Gegner vom Balcony zu breaken. Oder ich mache, okay, hier geht der Boden kaputt, die Stage ist so groß, ich versuche es gar keinen Wall Carry, ich mache direkt Ground Break. So, das sind so Kleinigkeiten. Die müssen euch nebenher so in den Kopf kommen, sobald ihr in der Stage drin seid, okay? Bei FR, bei der neuen Tekken-Version, ist es so, dass jetzt die Stage unten angezeigt wird eigentlich. Dann wisst ihr auch direkt, wo ihr kämpfen werdet. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt bei dieser Version so ist, aber normalerweise war das so. Aber wie gesagt, sobald ihr in eine Stage reinkommt, müsst ihr direkt wissen, okay, was sind meine Optionen in der Stage? Wie kann ich die Stage zu meinem Vorteil nutzen? Und das sollte so ein kleiner. Ihr wisst schon, was ich damit meine, so. Jetzt wegen Hit Confirm, wo man das am besten sieht. Wenn der Gegner sich verteidigt, ja, Abwehr im Stand, und ich mache das, dann seht ihr ja gar keinen Unterschied, obwohl das eigentlich ein Natural Combo sein kann, ja. So. Wenn der Gegner sich aber nicht verteidigt, dann seht ihr den Hit Confirm daran, dass der zweite getroffen hätte. Wenn der Gegner, ich mache es jetzt extra mit Aufladen, seht ihr das? Der geht nach hinten und hält seinen Bauch fest. Das heißt, er ist nicht in seinem Normalzustand. Das heißt, wenn ich den hier durchziehe, dann trifft er auch 100 Pro. Weil der Gegner sich währenddessen nicht verteidigt und auch nicht sozusagen in der allgemeinen Neutral Position steht. Okay? Daran seht ihr ganz genau, dass einer von euren Moves Hit Confirmable ist. Wenn der erste dazu führt, dass der Gegner auf seine Position gebracht wird und ihr dann einfach direkt durchziehen könnt. Seht ihr das? Aber wenn ich ihn normal treffe,
ja, dann passiert sowas, ja. Er steckt es einfach ein, ja. Hier, von Low, von Mid, von High. So sieht es aus. Und bei Hit-Confirmable-Moves bringt der erste Move sozusagen den Gegner aus dem Gleichgewicht, sodass ihr wisst, dass er trifft. Deswegen müsst ihr sie auch nicht Hit-Confirm. Wenn ihr seht, okay, der erste hat ihn gar nicht aus dem Gleichgewicht gebracht, dann mache ich den zweiten erst gar nicht, weil er sich dann duckt oder mich irgendwie anders punisht. Das ist dieser Sinn von Hit-Confirmable, okay? Und jetzt zeige ich euch mal, was ich gemeint habe mit Wall Splat, Wall Carry, Wall Break Combo. Ich weiß jetzt nicht genau, ich habe es mit Brian nicht oft genug probiert, aber wir probieren es jetzt einfach mal aus. Nochmal. Na komm. So. So, das hätte ich jetzt auch ein bisschen anders machen können. Das machen wir jetzt nochmal. Ja, da war die Ball weg. Oder ist die weg? Ja, die Ball ist weg. Auf jeden Fall, vor allem seht ihr Wall Carry daran, wenn sowas passiert. Wartet mal ganz kurz. Jetzt achtet darauf. Und genau jetzt, wo ich es euch sage, trifft es nicht krank. Seht ihr, dass ihr den Gegner extra am Ende eures Kombos nochmal hochfetzt. Das ist ein sehr, wie soll ich das jetzt erklären? Das ist sozusagen der beste Beweis dafür, dass ihr einen Ball Carry gemacht habt. Ja, anders kann ich das jetzt nicht sagen, aber so, damit ihr versteht, was ich meine. Und jetzt zeige ich euch, was ein richtiger Ball Carry ist, wenn ihr noch keinen Tailspin gemacht habt. Und dazu habe ich extra Horn angenommen. Und dann machen wir das so. Stand, wiederholte Aktion, aufzeichnen. So. Habt ihr das gesehen? Darum geht es nämlich. Und zwar habe ich in dem Move zuerst den Gegner mit einer Counter-Attack outgenockt. Dann habe ich ihn bis zur Wand gecarried. Ich habe ein Wallbreak gehittet, sodass die Wand kaputt geht. Dann habe ich ihn getailspinnt. Dann bin ich hingegangen, habe nochmal Wall Carry gemacht. Und aus der Wall Carry dann nochmal Wall Damage. Da hätte ich noch was viel krasseres machen können. Ich probiere mal aus, ob ich das hinkriege. So. Wünsche mir Glück, weil das ist schon High-Level-Shit, aber nur damit ihr wisst, worum es geht. Okay? Aufzeichnen so. Na, der letzte ist nicht durchgegangen, aber der Wall-Damage ist nicht durchgegangen. Leider. Aber das ist es im Prinzip. Das ist das, was ihr am Maximum rausholen solltet. Zuerst den Gegner stunnen oder launchen, weil das kann man ja auch als Launch sehen. Dann Wall Carry. Und wenn die Wand nicht kaputt gehen kann, dann geht nicht bis zur Wand und macht dann Tailspin. Das ist bescheuert. Das ist bescheuert. Und nochmal. Okay, das war jetzt wegen. Deswegen, also nochmal hier. Aufzeichnen mit Horlang. Ja, der macht den hier nicht so schnell, weil das ist ein Crouch Dash 3. Und wenn ich ihn nicht gescheit buffer, dann passiert halt nichts. Das ist halt der Scheiß. Ich probiere es jetzt noch einmal, wenn ich es nicht hinkriege. Aber ihr habt es eigentlich. Das war eigentlich schon. Das Beispiel war schon gut genug eigentlich. Na, macht er nicht. Also deswegen ist dieses Buffern, was ich euch vorhin auch gezeigt habe, schwer. Weil normalerweise will ich dann on Wall. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Warum macht er das nicht?
Ich drück's wahrscheinlich falsch. Ja, genau das wollte ich machen. Das ist echt nicht einfach. Und das muss man schnell drücken. Ja. Das muss man auch buffern lassen, ja. Genau. So, ich probiere es jetzt noch einmal. Nur noch einmal, also wünsche mir Glück. So. Jetzt. Aufzeichnen, Horlang. Gut. Er hat es nicht gebuffert, aber ich habe es fast hingekriegt und ihr habt gesehen, was ich meine. Und guckt euch den hier öfter an, wenn ihr die Anfangsparts, also die bis jetzt hochgeladen sind, schon gesehen habt, damit diese Missverständnisse geklärt sind, damit die Sachen, die ich nicht gescheit genug erklärt habe, beziehungsweise ihr einfach nicht begreifen konntet, jetzt aufgeklärt sind, weil ich glaube, da gibt es jetzt keine Lücke mehr. Und bald kommt dann der nächste Part raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wir sehen uns im nächsten Part der Blue Gangster Cell. Peace, YouTube World.